Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von VF Reinigungstechnik. Heute wieder das Thema Dachrinnenreinigung. Es wird Herbst, passend zum Thema. Fangen wir jetzt an, Dachrinnen zu reinigen. Wir sind jetzt hier bei einer Wohnungsbaugenossenschaft und haben einige Mehrfamilienhäuser. Man sieht das hier im Hintergrund, das eine. Und das geht hier die ganze Straße so weiter runter. Ja, hier müssen Dachrinnen gereinigt werden. Hier haben wir das Thema, dass wir häufig keinen Strom bekommen. Oder auch bei dieser Menge an Dachrinnen vielleicht das mit einem Aggregat zu aufwendig wäre. Von daher haben wir heute von Skywack den Interceptor dabei, Laubsauger, Dachrinnensauger, wie man es nennen möchte, um möglichst autark und flexibel zu sein. Kurz zum Sauger, der Interceptor hat einen Honda-Motor, 160 Kubik, 5,5 PS, entspricht in etwa, wenn man das vergleichen mag, 3600 Watt Saugleistung bei einem Elektromotor. Die Saugleistung ist absolut bombastisch und ausreichend. Der Motor ist hier auf der Turbine geflanscht. Der Vorteil bei dieser Turbine ist, die dreht in eine Richtung. Auf der einen Seite saugt sie Luft an und auf der anderen Seite pustet sie Luft raus. Und je nachdem, was ich möchte, möchte ich mein Laub raussaugen, nehme ich den einen Anschluss, das ist die Regel. Aber es kann auch mal sein, dass ich ein leichtes Laub auf nassem Laub draufliegen habe und das möchte ich gerade mal aus der Dachrinne rauspusten. Dann würde ich meinen Schlauch einfach umstecken und habe eine Pustfunktion, wo richtig Volumen rauskommt. Also da kommt richtig eine große Menge Luft raus. Der Motor ist auf diesem stabilen Stahlrahmen drauf geflanscht und mein Edelstahlkessel, der ist in etwa baugleich mit dem Kessel von dem Elektrosauger, ist hier ebenfalls drauf geflanscht auf diesem Wagen. Ja, wir haben hier große Rollen, den kann man gut bewegen, wir haben gebremste Räder, ja, so steht er auch relativ stabil und sicher. Das ist hier alles Edelstahl, also kann nicht rosten. Hier drauf ist der Deckel. Der ist ausgestattet mit dem wasserfesten HEPA-Filter. Hier haben wir wieder das Blech, was den gröbsten Schmutz aus dem Filter raushält. Zum Entleeren habe ich zwei Funktionen. Das ist auch wieder eine Sache, da musst du einmal hier rüberkommen. Hier an der Seite, wenn wir jetzt viel nasses Laub aus einer Dachrinne saugen, dann ist das so, dass sich das Wasser unten irgendwann absetzt und das Gerät einfach, der Eimer, sehr, sehr schwer wird. Um den dann doch transportabel zu machen, macht es manchmal Sinn, das Wasser vorher abzulassen. Deswegen haben wir hier nochmal einen seitlichen Ausgang, können hier über diesen Schlauch einmal die Nässe rauslassen, sodass wir am Ende noch ein bisschen diese Laub-Matschepampe drin haben, die dann auf dem Kompost kann oder ähnliches. Aber das Wasser, was da sich drin gesammelt hat, das muss man nicht immer mitschleppen. Das ist eine ganz schöne Lösung, das ist die einfachste Lösung, um direkt ein bisschen Volumen und Gewicht aus dem Sauger rauszunehmen. Ja, der Rest, der sammelt sich hier unten in den Behälter. Ja. Und auch den muss ich nicht tragen. Ich kann also bis zum Kompost oder meine Schubkarre oder am Auto, wo ich meine Eimer habe, je nachdem, kann ich die ganze Einheit hinrollen und kann dann den Behälter hier entsprechend umkippen und ausleeren. Das ist ein ergonomischer Punkt, der aus unserer Sicht Sinn macht. Ansonsten ist hier nichts großartig dran, was in irgendeiner Form minderwertig wirkt oder nicht für den professionellen Einsatz geeignet ist. Das ist hier alles eine komplett solide Bauweise. Die Verschlüsse sind aus Metall. Das ist wirklich handwerker-proofed, das Ganze. Ja, hier habe ich angesprochen, an dieser Stelle wird gesaugt und an dieser Stelle wird die Luft rausgegeben. Wenn ich jetzt meinen Saugschlauch nicht hier anschließe am Saugerkessel, ja, jetzt bin ich auf Saugen, sondern hier anschließe, dann bin ich auf Pusten. Ich würde sagen, die Pustfunktion zeige ich euch am besten einmal gerade hier unten. Ich schmeiße den Sauger mal an. Der ist heute noch nicht gelaufen. Gucken, wie gut er startet, dann kriegen wir das auch gleich mit. Und dann puste ich hier mal so ein bisschen das trockene Laub weg, damit ihr mal seht, was da so passiert. So, wir haben hier Stromschalter, die Honda-Motoren haben alle einen Choke und einen Benzinhahn. Der Benzinhahn ist offen, der Choke, den nehme ich rein. Hier steht er auf On. Jetzt könnte es ein bisschen laut werden. Halt Honda, ne?
gerade hier unten bleiben. Ich sauge jetzt mal ein bisschen an dem Laub hier rum. Wie man sieht, Pusten, Saugen funktioniert. Vom Lärmpegel kann man das nicht so, der war jetzt auf Drehzahl, das ist schon so, dass wahrscheinlich die Leute leicht das Fenster zumachen, aber er schreit nicht, also man kann es man kann nicht ertragen. Kein Zweitaktkettensäge. Es ist keine Zweitaktkettensäge, genau. Ja, was wirklich schön ist, dass ich eigentlich sofort, ohne dass ich irgendwo Strom brauche, einsatzbereit sind. Der Tom und ich sind eben schon rumgegangen und haben geguckt, welcher Abschnitt von Dachrinne ist für uns am besten geeignet. Und das ist auch eine Sache, die eigentlich diese Stangenthema so interessant macht. Die Regel ist, und der Kunde macht das normalerweise hier, dass da welche kommen mit der Arbeitsbühne. Ja, jetzt werden wir hier wahrscheinlich irgendwie ein Spezialgerät brauchen, weil wir überall unterschiedliche, mal haben wir eine Wiese davor, mal einen Weg. Also ein Kettengerät nehme ich an, bis das aufgebaut ist, der Mitarbeiter fährt hoch, guckt rein und sieht, ach, ich muss ja gar nichts machen. Freut sich, fährt wieder runter, baut ab. So, und wir haben jetzt gerade auf dem Weg hierhin, sind wir schon 200 Meter Dachrinne abgelaufen, um zu gucken, wo ein bisschen Laub drin ist. Das ist tatsächlich noch wenig, weil man sieht, das Blatt ist noch grün, also es ist noch nicht so viel Laub da. Konnten wir natürlich ganz gezielt das Ganze einsetzen. Ja? Wir brauchten nicht erst die Bühne aufbauen und gucken, wo müssen wir hin. Und das müssen wir natürlich, soweit wir gucken können, alle 60 Meter wiederholen oder alle 100 Meter müssen wir wieder die Bühne aufbauen, um wieder reinzuschauen. Wir können hier ganz einfach mit der Teleskopstange und der Kamera oben dran einfach dran langlaufen. Ich will euch das einmal gerade zeigen. Wir haben oben jetzt eine Kamera dran und dann zeigt Tom euch mal, wie wir das inspizieren. So, hier oben haben wir die Kamera angeflanscht an der Stange. Das ist in diesem Fall eine 360-Grad-Kamera mit einer entsprechend hohen Auflösung. Das liegt einfach daran, dass wir dieses Video nachher noch benutzen wollen. Also wir schneiden euch das rein, wir brauchen eine entsprechend gute Qualität. Das Inspektionskit, das originale Inspektionskit von Skybug, dient hauptsächlich, um reinzuschauen und aufzuzeichnen, aber das würde jetzt unseren Qualitätsansprüchen für das Video nicht genügen. Also die Idee ist jetzt, ihr seht das nicht, ich habe jetzt die Kamera hier dran und der Tom guckt parallel aufs Handy und zeigt uns im Grunde oder sagt mir im Grunde, wo was ist. Ja, das ist jetzt eine Krücke, aber das funktioniert ganz gut. Ja, ich leg mal los.
so viel war nicht drin. Also das war jetzt, würde der hat noch nicht mal gezuckt, der Interceptor. Wir hätten ihn wahrscheinlich im Standgas laufen lassen können. Ja, was ist denn drin eigentlich? Was ist denn drin? Hier drin. Ja. Ja, wir haben auch ein bisschen hier unten auf dem Boden. Ja, aber der Dreck nicht. Ja. Der ist nur von oben. Ja, ja, das ist das Dach. Ja, ja doch. Aber das ist ja auch eigentlich eine gute Sache. Wenn mich der Kunde, der ruft mich, also häufig ist es so beim Dach hin, wenn man ein Dach hin einen Auftrag gibt, dann weiß man nicht, was drin ist. Man macht das so prophylaktisch einmal im Jahr, um, ich sag mal, größere Schäden zu vermeiden. Und dann wird man hier hingeschickt und man weiß gar nicht, wie viel drin ist. Und hier haben wir die Möglichkeit, wir konnten relativ schnell feststellen, wo wir genau arbeiten müssen, können sehr zielgerichtet an den Ort des Geschehens absaugen, weiter zum nächsten. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wir haben hier bei dem Interceptor keinerlei Gewickel mit Strom, wir müssen nur Benzin nachtanken. Verbrauch kann ich euch nicht genau sagen, aber ich denke mal, dass man mit einem 5-Liter-Kanister schon einen Tag arbeiten kann. Ja, ansonsten ist das Thema Stangenarbeit oder Dachrinnen vom Boden aus funktioniert. Wir freuen uns, dass wir da eine Lösung haben. Ja, gibt's noch, habe ich irgendwas vergessen, Tom? Nee. Preis müsst ihr im Shop schauen. Genau, guckt in den Shop, was da. Das Produkt wird natürlich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, eine Vorführung wünscht, euch das mal live angucken möchtet, ja, kontaktiert uns. Wir sind da jederzeit für euch zu erreichen. Und ansonsten bleibt sauber, kommt gut in den Herbst, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.